an Mango angelehnt, oder? Oh, ich sehe erst jetzt, was ist mit meinem Spiegel da passiert. Aber hey, fahren in der Stadt. Wir sind ja nichts Besseres gewöhnt. Sie muss die Sozius-Abdeckung tragen. So sehen wir uns wieder, YouTube. Guten Morgen, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's so gut wie noch nie, weil ich endlich wieder Motorrad fahren kann. Nachdem es hier jetzt eine Woche durchgeregnet hat und wie man sieht, die Wolken immer noch. Es könnte jederzeit wieder anfangen zu regnen. Ja, moin, Digga. Aber jetzt ist trocken und einigermaßen warm. Also können wir fahren, was mich glücklich macht. Was mich ein bisschen unglücklich macht, ist, dass ich jetzt am Mittwoch kein Video hochgeladen habe. Das hat den ganz, ganz, ganz einfachen Grund gehabt, dass ich bei dem Wetter, was war, wirklich null Motivation hatte, irgendwas zu tun. Also ohne Spaß. Seit 3 Tagen hocke ich da mit dem Video und denke mir so, soll ich schneiden oder nicht? Nee, Mann, ich habe gar keinen Bock. So wirklich 0,0. Also habe ich es nicht gemacht. Dachte mir, fange ich heute vielleicht an. Vielleicht schaffe ich es ja innerhalb von knapp einer Stunde alles fertig zu machen und es hochzuladen. Ja moin, einfach eine Stunde länger bei der Arbeit geblieben gerade. Safe kommt Video pünktlich, wenn es in 5 Minuten hochgeladen sein muss, oder? Aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht bin ich ja in einer Minute zu Hause und schneid und render und lade das Video in 4 Minuten hoch, oder? Was macht ihr da vorne? Warum sind die jetzt stehen geblieben? Einfach so, einfach keinen Bock gehabt, Auto zu fahren, gell? Verstehe ich schon, Digga. Oh, ich habe bald 13.000 Kilometer, juhu! Ach, YouTube, wie geht's euch ansonsten? Ich hoffe, euch geht es wirklich gut. Mir geht's so übertrieben gut, seitdem ich wieder hier rumfahren darf. Es macht so unendlich viel Spaß, das ist nicht normal. Jetzt sollte es eigentlich nur noch ein bisschen wärmer sein, aber hey, wir sind in Deutschland. Wir hatten unsere 1,5 Wochen Sommer. Das muss uns reichen. Ich habe vor ein paar Tagen auch erfahren müssen, so ein Auto zu kaufen ist gar nicht so leicht, weil sich kein bei dir meldet, wenn du ihn anschreibst. Da stellen Leute ihr Auto rein, erstmal ein passendes Auto zu finden. Die Leute machen Sachen rein, 3 Bilder und das war's. Dann noch, ja, Schäden am Auto, aber sieht man ja im Bild. Du schaust dir die Bilder an, Bruder, du hast 4 Bilder hochgeladen, davon sind 2 von vorne. Amana Zickzack. Und dann findest du mal was, was wirklich gut ist. Ein Auto, was TÜV hat, was gute Bilder hat, was einen okayen Preis hat. Schreib den Typen, man meldet sich seit 3 Tagen nicht bei dir. Bruder! Deswegen wird es doch schwieriger als erwartet, ein Auto zu bekommen. Was mich ein bisschen traurig macht, das muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also ich habe mich schon gefreut über mein Auto und jetzt kriege ich keins. Boah, Digga, sind die Wolken Katastrophe da oben, Mann. Jo. Was war das für eine frische Farbe gerade, Digga? War an Mango angelehnt, oder? Oh, die nächsten 2-3 Tage werden so schön, wenn es nicht regnet. Oh, und dann kann man Motorrad fahren. Oh, wie schön ist das bitte? Jo, was ist mit dem A7 passiert, Digga? Auf der Cam kam das Safe nicht so rüber, aber der war ja komplett verwahrlost. Oh, ich sehe erst jetzt, was ist mit meinem Spiegel da passiert. Der ist ja komplett krumm und schief, Mann. Bro. Jetzt sieht's besser aus, sehr. Ich hab's gar nicht gecheckt, Mann. Der hing so voll runter an, das trau dich einfach. Der ist so nah an mir dran. Ich spür die Wärme von seinem Motor. Digga, was für Vollidioten, Mann. So Leute, die sich in der Kreuzung reinstellen, maximal los, Digga. Was willst du da? Wart doch vor der Kreuzung einfach, Mann. Aber hey, fahren in der Stadt. Wir sind ja nichts Besseres gewöhnt. Dann noch Fahrradfahrer, die nicht wissen, dass es eine Fahrradspur nur für die gibt. Der fährt fall immer noch auf der Straße, gell? Haben wir verstanden, wofür es einen Fahrradweg gibt. Digga, was für Vollidioten wieder unterwegs sind, Mann. Bin das gar nicht gewohnt. Ich bin jetzt eine Woche nicht gefahren, weißt? Digga. Ah, der Struggle ist real, Digga. Boah, hier riecht's voll gut, Mann. Ich hab Hunger. Aber nicht nur deswegen, ich habe halt an sich Hunger. mein Bein sieht so voll komisch aus. Übrigens, ja, ich weiß, die blauen Socken, lang ist her, dass ich sie anhatte. Wirklich lang.
Was macht die Ampel da? Da bringt die Ampel echt viel, Mann. Ah, Mann, safe fahr ich da nicht entlang, Digga. Ich wollte eigentlich auf die Leopold. Ja, moin, safe fahr ich auf die Leopold, Junge. Ja, was machen wir jetzt, YouTube? Nee, mein Plan ist am... Aber ich muss nach Hause. Ich muss so fahren. Ich will ja nach Hause kommen. Ah, Mann, zickzack, Digga. Darauf habe ich ja maximal gar keinen Bock. Egal, auf wen wartest du? Dass der Typ über einen Bordstein fährt, oder? So, okay, level da rein. Der maximal lost, der Typ. Also, ihr müsst euch das geben. Der Typ hat extra gewartet, um auf die mittlere Spur zu wechseln, um die nächste Ausfahrt zu nehmen. Wie gesagt, Führerschein im Lotto gewonnen. Sie muss die Sozius-Abdeckung tragen. Beste Leben auf jeden Fall. Das ist aber auch ein guter Trick, weißt? So bist du immer vorbereitet, falls der Sozius mitfahren will. Einfach hinten im Ranzen den Sozius-Sitz haben. Muss er halt die Abdeckung halten, wenn ihr fahrt, aber... Mein Gott, man kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Ah, ein Ben Tiger. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oder darf man nicht rein? Wobei, Anlieger frei. Ich wohne hier. Ach, Digga, da darf man nicht umdrehen, Mann. Ja, der Plan ist jetzt sehr schön schief gelaufen. Ich wollte eigentlich wieder zurück, damit ich den Stau da vorne rechts umgehe. Aber man kann nicht alles haben, ne? Manchmal hat man Glück und manchmal heißt man Daniel. Na, dafür sehen wir nochmal den Rolls Royce. Was ist denn das? Ein Celica? Ja, ein Celica war das, oder? Lauf! Es war rot, aber das ist mir egal. Ach komm, YouTube, pack mal's, oder? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen hoch da. Bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird, weil keine Ahnung, wie das Wetter wird. Bis dahin, yalla!